Ich kann mich ja ganz gut erinnern, vor 8 Jahren, wie ich hier angefangen habe und natürlich alles ziemlich am Boden lag, bedingt durch den Abstieg, mit dem wohl keiner gerechnet hat. Und ja, musste innerhalb von kürzester Zeit eine neue Mannschaft zusammenstellen, neues Trainerteam. Kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich Armin Fee von uns zum Weg überzeugen konnte. Und er eigentlich am Anfang gleich gesagt hat, zweite Liga kommt für uns nicht in Frage. Und ich glaube, dass ich ihn auch mit Argumente mit dem Verein abholen konnte und er sich dann auch dafür entschieden hat. Selbst aber auf dem Weg von Augsburg hierher ist er immer noch mal ins Grübeln gekommen. Und letztendlich habe ich ihm dann auch das Hemd noch geliehen, mein weißes Hemd. Ich glaube, das hängt jetzt auch unten im Museum, wo ich ihm dann bei der Pressekonferenz gegeben habe. Und wenn man dann die Entwicklung sieht, über 8 Jahre, wir hatten vielleicht noch mal eine kleine Delle damals mit wo wir die Relegation gespielt haben gegen Nürnberg. Aber ansonsten hat sich der Verein natürlich total entwickelt. Und die letzten 2 Jahre, was da passiert ist mit dem Pokalsieg und wie wir in der Saison unterwegs sind, das ist schon außergewöhnlich, muss man sagen. Ja, ich glaube, dass man auch immer ganz wichtig lernt von der letzten Saison. Und ich glaube, dass wir in dem Jahr, wo wir um die Relegation gespielt haben, um den Klassenverbleib in der ersten Liga, dass wir da gemerkt haben, dass das ein oder andere verändert werden musste. Und natürlich war auch ein Meilenstein, dass der Freddy dazu kam, Freddy Bobic dazu kam, weil er natürlich in dem Jahr auch viel gelernt hat von seiner Arbeit in Stuttgart, dann seine Zeit auch genutzt hat, sich Eindrücke von anderen Vereinen zu machen und dass wir dann einen kompletten Umbruch gemacht haben, vieles wirklich hinterfragt haben, haben gesagt, okay, wenn wir vielleicht nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, wie können wir den einzelnen Spieler stärken. Also wir haben sehr viel um die Mannschaft investiert und schon die Weichen gestellt. Ich glaube, das waren so Einschnitte, was den medizinischen Bereich anbelangt. Die Analyse, das Scouting verändert. Das war so viel Treibstoff in den letzten 2 Jahren. Und es ist natürlich besonders schön, wenn sich diese ganzen Umbrüche und diese Veränderungen dann letztendlich auf dem Spielfeld auszahlen. Ich kann mich noch ganz gut an die Interviews erinnern. Ich glaube, in der Phase war ich einer der wenigen, der immer regelmäßig vor die Kamera getreten ist. Das habe ich nicht gemacht, weil das gewünscht war, sondern weil ich der Überzeugung war, dass wir eine gute Mannschaft haben, dass die Problematik, die sich zu diesem Zeitpunkt aufgezeigt hat, dass das die ganz normal war. Weil wir hatten den DFB-Pokal geholt, wir sind relativ spät in den Urlaub gegangen, wir hatten sehr viele WM-Fahrer, die Mannschaft war noch nicht komplett. Also ich glaube, dass wir schon gut einschätzen konnten, dass es keine einfache Saison wird, dass wir ein Stück weit Zeit brauchen. Wir haben einen neuen Trainer gehabt, der auf das, was Niko Kovac gut gemacht hat, aufgebaut hat, den nächsten Entwicklungsschritt auch nach vorne verbessert hat. Also es war viel, viel Bewegung, dass es letztendlich so gut laufen konnte. Also da konnte man zu dem Zeitpunkt einfach, das war nicht zu erwarten und das war schon ein bisschen Träumerei, wer das zu dem Zeitpunkt gesagt hat. Trotzdem muss man sagen, dass wir uns ja von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche und auch mehr zusammengefunden haben. Unsere Philosophie vom Trainer wurde mehr angenommen. Wir haben sehr gute Transfers, was uns auch in den letzten Jahren vorher ausgezeichnet hat, an den letzten Transfertage im Sommer so wie im Winter nochmal getätigt haben, wo wir auch auf die Charaktere der Spieler geachtet haben, die auch wie die Faust aufs Auge gepasst haben. Also ich glaube, dass viele, viele, sagen wir mal so Rädchen, die wir in unserem Kopf haben, auch gegriffen haben. Bei Sepperode war es ja so gewesen, da war der Wunsch auch besonders von mir, weil ich ihn natürlich auch gekannt habe und auch Seppel braucht man hier in Frankfurt keinem zu erklären. Da waren wir ja auch im Sommertransfer schon mal dran. Hat leider nicht geklappt aus finanziellen Mitteln. Dann hat die Mannschaft performt. Wir hatten Einnahmen und Gott sei Dank hat sich dann die Möglichkeit im Winter ergeben. Aber auch die 2 Abwehrspieler mit Hinteregger, das natürlich, wir haben das Momentum genutzt, wie sich das entwickelt hat in Augsburg. Also viele haben ja dem Martin vorgeworfen, dass er das provoziert hat. Also das kann ich hier nochmal bestätigen. Wir hatten vorher keinen Kontakt, wie wir das Interview im Fernsehen gesehen haben. Die haben wir uns Verantwortliche, das Trainerteam, Freddy und uns angeguckt und haben gesagt, so, das ist eine Chance, die müssen wir jetzt ergreifen. Und dann haben wir erst Kontakt aufgenommen und auch der Martin hatte Frankfurt in seiner Überlegung überhaupt nicht im Kopf gehabt. Im Gegenteil, er war schon auf dem Weg nach Italien. Trotzdem konnten wir ihn überzeugen und auch Touré hatten wir schon Kontakt im Sommer. Also es waren auch Spieler, die uns bekannt waren, wo wir wussten, charakterlich
Hinteregger hat mit unserem Trainer schon zusammengearbeitet. Also das Risiko war überschaubar und das Momentum war auf unserer Seite. Und Gott sei Dank hat sich das auch bewahrheitet. Und alle Verantwortungsträger haben das auch im Verein haben das mitgetragen, haben gesagt, so, das kann nochmal einen Schub geben. Weil man hat schon auch gemerkt, dass die Saison Substanz gekostet hat mit den Spielen europäischer Ebene, wo wir einen fantastischen Auftritt hatten von Spiel zu Spiel. Und ja, vielleicht auch uns die Alternativen gefehlt haben, um in der Breite noch mal stärker zu werden. Für uns ist es vielleicht nicht so die Überraschung, weil wenn man Adi Hütter seinen Werdegang verfolgt, da war er bei allen Vereinen erfolgreich. Er ist ein absoluter Teamplayer, beschäftigt tagtäglich mit der Mannschaft, führt viele Einzelgespräche, ist ein Menschenfänger, er holt sich die Spieler auf seine Seite und er hat einen hohen Anspruch. Also er ist ganz selten zufrieden, selbst bei Top-Spielen findet er immer noch mal was, wo wir einen Ansatz haben, wo man die Mannschaft noch mal verbessern kann. Und das lebt er der Mannschaft davor. Er steckt sich unheimlich Ziele Woche für Woche und das gibt er auch der Mannschaft weiter und im taktischen Bereich. Und wir, es macht einfach Riesenspaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bei allem, was die Einzelleistung ist, das übergeordnete Ziel ist immer, was das Team betrifft. Und das macht er auch. Und natürlich ist es gut, wenn du weißt, weil die sehr offensiv ausgerichtet ist, unsere Offensive, dass du weißt, dass wir hinten auch Spieler haben, die das 1-gegen-1 mal für sich lösen können, dass du trotzdem hochstehst, dass wir diese Sicherheit auch in die komplette Mannschaft reintragen. Und man muss einfach sagen, diese Stabilität gibt dem Gesamtbild natürlich nochmal diese Stärke, die wir im Moment auf dem Platz zeigen. Die Aussagen von unseren Spielern, dass sie jetzt den Platz, den sie sich über so einen langen Zeitraum erkämpft haben, dass sie den halten wollen. Und das ist auch vernünftig, das ist eine vernünftige Einstellung, weil wollen ist die eine Geschichte, ob es dann klappt. Das liegt dann immer ein Stück weit an uns, an dem Spieltag, wie wir die nächsten Gegner angehen. Deswegen ist es das, was ich auch gesagt habe, so ein Mix. Der Respekt vom nächsten Gegner, trotzdem die Ziele, die wir uns jetzt erarbeiten, nicht in den Augen zu verlieren, weil wir haben was Fantastisches bisher erreicht und das muss von jedem auch den Anspruch sein, dass wir da weiter dranbleiben und das Bestmögliche erzielen. Aber ich glaube, das sieht man in unserer Mannschaft immer mit so viel Herz, wie die Mannschaft auftritt, dass die immer alles wollen von Spieltag zu Spieltag. Und wenn wir das bis zu Ende der Saison machen, dann kann ganz was Großes dabei rauskommen. Ja, es ist auf der einen Seite natürlich eine große Anerkennung im Markt. Viele Berater, die vorher vielleicht die Spieler bei Eintracht Frankfurt nicht gesehen haben, die melden sich jetzt wieder, die spielen die bieten die Spiele an. Es ist ein Mix, dass wir auch in unserer Mannschaft nochmal die nächste Stufe erreichen, dass wir ehrlich mit den Spielern umgehen, die wir im Kader haben, die vielleicht weniger Perspektive haben. Weil ich bin ein Freund der ehrlichen Worte und dass man den Spielern auch immer sagt, wo sie stehen. Also es ist für uns ganz wichtig, dass wir wirklich am Ende der Saison das bestmögliche Ziel erreichen, um auch wieder den nächsten Schritt machen zu können. Weil die Bundesliga, die lässt einfach keine Fehler zu. Und das sind Nuancen, die wie Spieltage ausgehen können. Deswegen ist es fantastisch, das Momentum, was wir jetzt haben. Das merken wir in den Gesprächen. Und es wäre natürlich toll, wenn wir europäisch spielen würden, weil das die Spiele... Unabhängig natürlich, das Finanzielle steht immer an erster Stelle bei vielen Beratern, ihren Spielern. Aber natürlich auch die sportliche, weil viele Spiele, Champions League wäre natürlich Wahnsinn, weil jeder das eigentlich spielen möchte. Aber überhaupt europäisch unterwegs zu sein, das hilft uns schon.